alle Menschen heute mal ungeschminkt mit Brille und vor einem anderen Hintergrund. Aber es soll auch nur ein ganz kurzes Video werden. Und ich möchte euch definitiv nicht jedes Mal, wenn ich mir neue Bücher kaufe, die immer in die Kamera halten und sagen, guck mal, Konsum. Aber heute ist so ein bisschen eine Besonderheit. Ich bin nämlich jetzt doch schwach geworden, nachdem ich so viele englischsprachige Booktuber und auch Blogger gesehen habe. Und habe auch mir fünf Exemplare der Little Black Classics von Penguin gekauft. Falls ihr das nicht wisst, zum 80-jährigen Bestehen hat Penguin 80 dünne kleine Klassiker herausgebracht, die jeweils 80 Penny kosten im Original. Für Deutschland bedeutet das dann 1,49 €, was nicht mehr ganz so cool klingt, aber immer noch eine tolle Idee ist. Und ich finde die vor allem so unglaublich praktisch, wenn man einmal in das Werk eines Autors oder einer Autorin hineinschauen möchte, aber vielleicht nicht unbedingt dessen 700-seitigen Hauptroman gleich lesen möchte. Und insofern habe ich mich auch für welche entschieden, die eigentlich englischsprachige Klassiker sind. Wie ihr schon seht, das eine ist von Emily Bronte, eine Gedichtsammlung. Hier hinten steht drauf, sie schreibt über den Tod, die Schönheit der Natur und das Verstreichen der Zeit. Nummer zwei, von H.G. Wells, was als verstörende Geschichten über das Bewusstsein beschrieben wird. Dann haben wir noch einmal von John Keats, von dem ich wirklich noch gar nichts gelesen habe, und es sind wohl eher längere Gedichte und Oden, die hier versammelt sind. Und das letzte, was heute da ist, von Wilfred Owen, Gedichte, die den Schrecken des Zweiten Weltkriegs beschreiben sollen. Was heute noch nicht da ist, das ist von Thomas Nash oder Nash, Terrors of Night, was so ein bisschen beschrieben wurde in Richtung Gothic Literature, Übernatürliches, aber anscheinend ist das wohl eher eine Kritik an dieser ganzen Dämonenlehre und Geister und sonst was. Und insofern wohl eher eine Persiflage an dieses Genre, worauf ich mich dann auch sehr freue. Und was ich halt unglaublich schön finde, ist dieses simple Design. Die sehen auch im Regal dann toll aus. Und auf der ersten Seite ist immer ein Zitat aus dem Buch. Ich finde das nämlich ein absolutes Unding auf aktuellen englischsprachigen Büchern, dass da vorne drauf immer schon mal so ein Empfehlungszitat ist und hinten drauf nochmal drei. Und die ersten zwei Seiten sind dann auch voller solcher Zitate aus Zeitungen und sowas. Das geht mir unglaublich auf die Nerven. Aber das ist simpel, schön und gefällt mir total gut. Und weil wir gerade dabei sind, also wie gesagt, ich möchte euch nicht jedes ins Bild halten, aber was halt gerade zur selben Zeit gekauft wurde, ist jetzt der Nachtzirkus. Ich konnte mich immer nicht so richtig entscheiden, ob ich dieses Buch wohl interessant oder kitschig finden soll, aber da ist jetzt gerade so im Angebot das Gebundene für 5 Euro war, habe ich dann doch mal zugeschlagen. Und außerdem sind gerade auf dem Weg zu mir drei Bücher, die ich vermutlich aus den USA, aus Großbritannien importieren lasse. Auf jeden Fall drei englischsprachige Comics, aber über die rede ich dann lieber, wenn sie da sind. Da freue ich mich unglaublich drauf, weil ich da schon kleine Schnipsel online vorher gesehen habe und die werden sehr, sehr interessant. Ja, und das war es eigentlich auch schon. Ich wollte euch noch die kleinen Black Classics zeigen. Finde das eigentlich eine tolle Idee. Also für 80 Pennies, das kann man sich eigentlich schon mal leisten. Ich mache hier gerade Werbung, oder? BookTube ist ja eigentlich nur Werbung. Na gut.